ich bin Johannes Lessin und ich bin Krankenpfleger auf der KMT. Wir transplantieren Knochenmark von Spendern und retten damit hauptsächlich Leukämiepatienten, die sonst wahrscheinlich keine Überlebenschance hätten. Allerdings auch Patienten mit Lymphomen, die nicht weiter therapiert werden können und dann die Stammzelltherapie eigentlich noch die letzte Möglichkeit ist. Gerade im Beginn der Therapie wird hochdosierte Chemotherapie verabreicht, arbeiten dabei mit Infusomaten, Perfusoren und ja, haben insgesamt viel mit Infusionen zu tun. Das Zusammenspiel, finde ich, zwischen dem medizinischen Bereich und dem pflegerischen Bereich und auch dem seelsorgerischen Bereich. Man muss sich auch mal Zeit nehmen für die Patienten, weil die natürlich auch eine schwierige Phase durchmachen. Schwierige Momente sind natürlich dann die Momente, wo die Patienten dann auch mal instabil werden, wo man dann teilweise auch schnell reagieren muss und schnell Entscheidungen treffen muss, die dann auch dann teilweise lebenswichtig sind.